Die Migrationskrise ist zurück. Wir dachten, wir hätten sie bewältigt, aber wir haben sie, befürchte ich, nur verdrängt. Und im Stundentakt gehen nun Hilferufe ein aus den Ländern, aus den Kommunen. Hilferufe aus Thüringen zum Beispiel, aus Hamburg. Ein ganz dramatischer Hilfeappell kam nun aus Sachsen, wo der neue Innenminister Schuster mit Namen von der CDU gesagt hat, wir halten das nicht mehr aus. 80% der Erstaufnahmeplätze sind bereits belegt. Es gibt Menschen, die aus Polen und Tschechien kommen, aus sicheren Drittstaaten, um in Deutschland Asyl zu beantragen. Aus dem schönen Baden-Württemberg, dort hat sich der Landrat von Tübingen zu Wort gemeldet, der gleichzeitig auch dem Landeskreistag vorsteht. Und er hat gesagt, ich zitiere ihn, wir locken die Flüchtlinge in die, sein Wort, Zitat, soziale Hängematte. Das heißt, die Migrationskrise kommt, der Migrationsturbo namens Bürgergeld wird neu angeworfen. Das ist leider schlecht für alle Beteiligten. Insofern ist es leider momentan ein Trauerspiel.